Was sagst du? War da noch jemand in der Leitung, glaube ich. Ist noch jemand da? Noch jetzt nicht mehr. Ich bin halt immer noch gereizt. Ich habe immer noch so ein gereiztes, aber es liegt wohl am Vollmond, ne? Was bringt der Vollmond selber so mit sich, außer dieses Zeittor? Hast du da speziell was? Bringt schon ganz, ganz viel Energie und damit auch Spannung. Also ja. Umladung auch. Ja. Sind Sie neu gezuschaltet und sagen, was heißt TIM 69? Kanal Telemedial finanziert sich selber. Unter diesen Rufnummern kann man mitmachen. Heute sind wir sehr schwach. Die letzten Tage sind wir schon mal bis 300 gekommen. Wir sollten mal langsam, aber zügig auf 1500 kommen. Kanal Telemedial strahlt europaweit aus. Und manche sind bestimmt schon sehr belastet, weil sie schon oft mitgemacht haben. Ich danke dafür. Und was war jetzt für ein Knacks wieder? Hallo, Regie? Da hat wieder irgendwas geknackst. Immer ganz, also, gell, hat auch den Knacksen gehört. Hier ist richtig was los. Das ist wie wenn, also hier ist was los auf den Leitungen, ne? Und da macht keiner was, alle haben die Finger still und puff. Ja, so, das war die Regie. Er war da. Warum macht ihr die Namen nicht mehr rein, wie gewohnt? Warum habt ihr immer noch, obwohl ich gesagt habe, diesen riesen breiten roten Balken? Und vielleicht könnt ihr irgendwas machen, dass für die Zuschauer, oder Zuschauer ist auch, Zuschauer. Wir müssen die Zuschauer neu umtaufen. Wir nennen sie ja telemedialen Freunde. Die noch nicht Aufschauer. Die noch nicht Aufschauer, die wollen was wachsen sehen. Und vielleicht macht ihr den Tim irgendwie an die Seite. Und so wie die Skala zeigt, macht ihr auch so ein Thermometer hoch. Ha? Macht ihr das bis morgen? So. Ich kann deine Antworten nicht leiden. Hey. Weil die mich ankotzen, deine Antworten. Total. Du sollst mir nicht die Probleme sagen, die du beim Lösen hast, sondern sag einfach, ich mach's und ich schaff das Problem ab, weißt du? Wenn du mir das Problem immer zurücksagst, nimmst du mir die Motivation, hier zu sitzen. Ich habe Mitarbeiter, wo ich will, ich lese das für dich, Chef. Okay, mach ich. Und wenn du mir es, genau, ich lese das irgendwie, quäl andere Kollegen und fordere sie ein oder hol das irgendwie und sag, ich krieg das hin. Ich schaffe das. Und so, ich schaffe das. Und nenn mir nicht immer, wenn ich einen Wunsch habe, die Problemliste. Das zieht mich runter. Hm. Warte mal. Irgendwann, wenn du bei mir richtig Karriere hast, wenn wir groß sind, ne, dann schmuggle ich mich als Mitarbeiter unter dir ein und dann zahle ich dir alles heim. Dann schmuggel ich mich ein. Dann kriegst du es zurück. Dann mache ich Vergeltung. Ja. Auf geht's. Wo ist noch der frische Wind? Frischer Wind. Es ist heiß und frisch. Sind die Luken offen heute? Sind die Luken offen, Melli? Melli guckt E-Mails. Gibt es E-Mails? Gibt es ja, interessante E-Mails? Viele. Auf geht's. Lies aber vor. Schöne Motivation haben wir. Dein Sender ist ein Delikatessenladen, in dem Bioware verkauft wird und keine Chemiefabrik. Ah, schön. Schön, gell? Das ist eine schöne Bezeichnung, ja. Danke von der Caroline aus Tirol. Danke. Dann haben wir eins, da geht es so um Netzbetreiber. Warte mal. Es wäre interessant, so für diese Wiener Geschichte zusätzlich einen Vordruck an die Netzbetreiber ins Internet auf deiner Website zu setzen.
den sich die Telemedial-Freunde herunterladen können, um ihn dann unterschrieben an diesen Netzbetreiber schicken zu können. Am besten jeden Tag, damit die Post richtig zugeschüttet wird. Nochmal, wie war das? Dass auf ein Vordruck an die Netzbetreiber, also an die Wiener, an das Wiener Netz, ins Internet auf deiner Website zu setzen ist, den sich alle Telemedial-Freunde herunterladen können, um ihn dann unterschrieben an diesen Netzbetreiber schicken zu können. Wir machen keine Webseite mehr, gute Idee. Da gebe ich frei, das darf die telemediale Aufsichtsbehörde machen. Gut. Ja, die haben das bestimmt gehört und die können diesen Vordruck machen. Denn wie sich das telemediale Aufsichtsbehördle verhält, ist ja in bester Absicht. Aber ihr müsst die Absichtsqualität noch veredeln, dass sie nicht für niedrige Ursache-Wirkung fließt, die in der Mangel zieht, sondern ihr müsst dann auch als telemediales Aufsichtsbehördle alles, was die telemediale Idee angreift, schütze. Ich brauche keinen Aufpasser über mir. Also nehmt euch auch eure selbsternannte Überaufsicht bitte weg. Ist anmaßend ohne Ende. Und eure anmaßenden Übertitel auch. Erdet euch mal und geht ein bisschen auf den Hochmut raus. Und ich würde mich freuen, wenn sich die Wohlgesonnenheit des telemedialen Aufsichtsbehördle jetzt so wandelt, dass eine konstruktive Zusammenarbeit stattfindet. Ich mache keine Internetseite mehr. Das könnt ihr machen und ich gebe euch dann die Sachen frei. Und natürlich muss und wenn ihr geschlossene Sachen macht, also maßt euch nicht an. Ich habe schon so viel Behördenfick erlebt, ich brauche nicht noch eine Selbsternannte. Ne? Also schützt die Sache und arbeitet damit und hört auf, mich auch noch an einer ganz bestimmten Stelle zu kratzen. Das versaut meinem inneren Kind die Lust. So. Vielen Dank, Tina, für das E-Mail. Ah. Da wünscht sich einer keine Wiederholungen oder wenige, vor allem abends nicht. Möchtest du das hören? Vom Christian. Power Spirit, Vollgas. Soll erst mal sagen, wie viel Geld er soll mal 1.000 Euro überweisen, wenn er hier was wünschen will. Wir sind noch nicht Osterhasi von null. Ne? Frag ihn mal, ob er was dafür getan hat. Und wenn ihr hier irgendwelche Wünsche habt, ne? Keine Wiederholungen. Ne? Ja, soll ich 24 Stunden hier am Tisch hocken, du Idiot? Ne? Nee, was denkst Vorschlag du? Hat er noch. Da ist so viel starkes Zeug dabei, es sind so viele Vorträge, die könnt ihr 100 Mal angucken. Ne? Wenn ihr die 500 Mal anguckt, könnt ihr noch bei jedem Vortrag euer Bewusstsein erweitern. Ihr sollt nicht die Performance nur von mir studieren, sondern guckt den Inhalt an, Mann. Ja? Und die Wiederholungen sind wichtig. Ja? Ja, nicht so viel, Wiederholungen. Ne? Hey, das ist so starker Tobak, was ich euch da gebe, dass es kaum jemand versteht. Ja, man könnte einen Vortrag, den ich mache, die ganze Woche lang laufen lassen, dann ist es eine Bereicherung. Ich bin nicht zur Belustigung hier, Mann! Verwechsel die Idee nicht und entweiht sie nicht. Bist du erschrocken? Mhm. Was siehst du? Hast du jetzt Durchblutung wieder angekriegt? Na, wahrscheinlich, wieder wach geworden. Ne? Vielleicht hat sich jetzt ein falsch drehendes Chakra wieder richtig eingekriegt. Ne? Kann schon sein.
Haben wir einen Studentenbeitrag eigentlich? Da wünscht sich jemand einen Studentenbeitrag. Ach, ich komme vor wie so... Benjamin Marcel aus Wien. Macht, was ihr wollt. Am besten... Lass die blöde Fragerei. Ich mache jetzt ein neues Gesetz. Ja. Einen neueren Vorschlag. Gesetz ist nicht richtig. Eine neue Spielregel. Wer Kanal Telemedial guckt und sagt, ich bin ein telemedialer Lebensschüler oder Erlebensschüler, da geht's ums Erleben und hört auf, eure scheißblöde Frage zu stellen. Ihr habt bei einer Sendung 1 Million Antworten, die ich euch schon gegeben habe, wenn ihr aufpasst. Es geht nicht darum, Fragen zu suchen, sondern Antworten zu finden, wenn man hier zuguckt. Und das, was hier unten passiert beim Tim, das ist Erinnerungsgebühr, weil ich euch zeige, dass ihr vergessen habt, was Menschsein bedeutet. Das ist das. Das geht es. Ja. Der Tim ist auch sowas wie eine Erinnerungsgebühr. Hat gerade jemand sich an irgendwas erinnert, was er vergessen hat, kostet es einfach mal einen Anruf hier. Auf geht's. Seid so frei, seid ehrlich. Und schiebt mal die Kiste hoch hier jetzt. Mann! Hey! Macht's mir doch mal leicht und lass mich nicht zerschuften hier. Stefan, der Pharao meint, es ist die Zeit gekommen, um aufzustehen für alle Menschen. Ja, Stefan. Stimmt. Stimmt, Stefan. Alle stehen auf. Weißt du, wo sie alle aufstehen? Habe ich gestern gesehen. Wenn irgendwelche Supernasen gelernte Lieder singen bei RTL, da gibt es Geld für das, dass man ins Studio hockt und aufsteht. Da stehen sie da und schreien und klatschen. Dafür stehen sie auf. Ja, da, hier, da steht keiner auf hier. Na. Und die Maria aus Österreich, natürlich wertschätzen wir jeden Beitrag, egal was es ist. Ist doch klar. Mach das, was du kannst. Und ja, so ein Scheiß hier. Halten Sie mal bitte Ihre Hand an die Kamera, damit die kanaltelemedialen Freunde ihre Kraft spüren können. Ich spüre seit 45 Minuten Energie. Ich fühle mich so super. Ah, klasse. Ne? Ja, super. Jetzt bin ich auch noch undankbar. Es geht nicht ums Unterkriegen, es geht ums Wachsen. Lieber weiter so, Liebe und Licht, danke. Wir sind immer für den Energieausgleich zu haben. Ja, wie kann man das verstehen, wir sind immer für den Energieausgleich zu haben. Drück mal richtig in die Tasten hier, ne? Tut sich was? 71. Wenig Zeichen. Hast du noch was zum Lesen? Lies ruhig. Guck mal.
Hallo, lieber Thomas, es ist Vollmond. Punkt, 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 Punkt. Wieso lässt du dich so runterziehen? Bedenk, du bist Krebs. Und der Vollmond und der Neumond machen dich öfter so depressiv, habe ich bereits festgestellt. Bitte mal drüber nachdenken, wenn du möchtest. Anne, ich bin übrigens auch Krebs im Aszendent und vage Sternzeichen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Da hat eine Schwester. Ich weiß auch nicht. Es gibt immer wieder mal gib mir mal irgendwie nach einer Klarsichtmappe, dass ich einfach mal mir jetzt das Wasser mitkommt. Da hat jemand eine gute Idee und der sagt, der kommt im Service Center, wird damit durchgestellt. So was habe ich auch immer. Ja. Wer ist schon heute im Service Center? Norman? Sekunde, muss man erst das Ding hier reinstecken. Hallo? Ja. Hallo Ursula, Göttin, Nummer 8. Ich mal ein bisschen aufmuntern. Weißt du, diese ganzen Widerstände, wenn ich das so höre, es gehen einem ja die Haare. Es sind gar keine Widerstände. Weißt du, was das ist? Deplatzierung und Verwässerung. Es ist kein Widerstand, es ist Deplatzierung und Verwässerung. Und wir müssen hier wesentlich deutlichere Sprache sprechen. Ne? Das ist alles, es muss viel lebendiger werden. Spiritualität heißt nicht nur niemand veto und heilig, heilig, heilig. Nein, ne? Nein, mein nein. Gott! Ich weiß, von was ich spreche. Aus meiner Lebenserfahrung weiß ich ganz genau, wie schwierig das ist, wenn man wirklich positiv was tun will. Dann gibt es ja, je mehr man tun will und je besser die je größer die Qualität dessen ist, was man tut, desto größer sind diese Widerstände. Jetzt pass mal auf, ich habe vorher ein Riesending für Europa abgezogen. Ja, da wollte ich mit der Gloria. Ja, jetzt haben wir 73. Na, da habe ich 10 Stück gekriegt. Als damals der super Typ, der dann gemeint hat, man muss durch die Tür direkt meinen Tim benutze, ob ich noch mein Handy angeschaltet habe oder darf, der hat mehr gekriegt. Ne? Wir müssen hier richtig Scheiße bieten hier auf diesem Kanal, damit wir Geld verdienen. Ne? Nee, so ist das nicht. Möchte jemand? Nein, so ist das nicht. Ich kann ja mal ein Pupfläschle machen, wo ich reinfurze und der Duft reinlasse, dann kann man das bestellen bei mir. Vielleicht gibt es da dran Interesse, weil jeder mal meinen Furz riechen will. Na, oder so. Vielleicht läuft es dann, ne? Nein. Das ist schon richtig. Das ist so unglaublich, dass keiner das versteht, was du gemacht hast. Das war so unglaublich. Nein, ich glaube, es versteht keiner. Das wird kommen, denn die Lichtarbeiter und eine große Gruppe hat da heute mitgearbeitet. Ich habe da auch mitgemacht, ganz heftig. Oh Mann, und da halt, aber es wird eine Welle machen. Auch die Menschen, die Adelsblut in sich haben, die spüren das. Die das auch, ja genau, die das aufgreifen können. Die ganzen Entadelten und die Nebenausgevögelten. Nein, das ist so unglaublich, was du da machst. Das ist doch ganz logisch, dass alle Grauen, ich nenne diese immer die Grauen, ne? Ja. Dass die richtig giftig werden und versuchen, die Knüppel in die Beine zu schmeißen, soweit sie können. Aber das macht uns doch Mut. Das zeigt uns doch, wie gut wir sind. Ja. Ne? Ja, also es tut ja so gut, dass du da bist. Ja. Ich brauche einfach einen frischen Wind. Es muss wesentlich energischer werden und willensstärker. Wassermann, Herrscher der Winde, dadurch bewegt er das Meer. Ne? Hei. Und wir brauchen eine Welle. Ne? Jawohl. Jetzt langsam, die aufwacht. Die kommt. Ich werde das auch in die Nacht nehmen. Und in jede Nacht, die jetzt kommt, werde ich dieses von heute nehmen.
Ja. Weil das ist so unglaublich, das kann sich gar keiner vorstellen, was das bewegen wird, wenn wir tatsächlich das schaffen, diese Blockaden, die in den letzten letzten 100 Jahren sich aufgebaut genau. haben, an die Seite zu schaufeln. Norman, das Gesamtritual mit dem Bild, also das Gesamtritual, Norman, das ich mit dem Bild gemacht habe, wo ich mit der Gloria gemacht habe, dieses Ritual und dann nochmal die Zusammenfassung mit dem Bild im Hintergrund zusammenschneiden. Und das morgen die ganze Zeit im Loop laufen lasse. Nur diesen Kern wiederhole. Nur das die ganze Zeit. Und vielleicht ein bisschen Musik dazwischen, All I Need Is Love oder so. Oder die Lieder von mir. Und dann nur das. Da geben wir jetzt Kraft drauf, auf dieses Produkt. Das ist unglaublich. Biogenetik vom Allerfeinsten. Und wir haben die Hochadelskraft genommen. Ja. Des deutschsprachigen Europas, aus dem Uradel, genau die Hochliebe von Adel und Volk und haben das als Kraft, als Nabelschnur, als Großeltern des des Fischezeitalters gesegnet, sollen alle Geister jetzt hören, das neue Zeitalter hat angefangen, neue Spielregeln. Thomas, wir greifen dies alles auf und verstärken das jede Nacht. Jede Nacht, ja. Ja. Ja, es gibt hilft. Auch viele, weißt du, was ich vermisse? Das wäre mal gut. Es gibt international diese ganze Lichtarbeiterseiten und ihr Internetleute, telemediales Aufsichtsbehördle, guckt mal, dass die ganzen Lichtarbeiter auf der Welt, die diese ganze Sache machen, Kraft auf Kanal Telemedial und diese Idee geben und guckt mal, dass es auf der Ebene rumspricht und dass ihr euch damit befasst und guckt für den Wachstum, wenn der Feind angreift, muss man schneller wachsen, wie er dich töten kann. Ne? Dann wird er einfach platt gedrückt wie eine Wanze. Es ist eh nur niederes Geziefer. Ne? Ja, ich könnte dann das sagen. Naja, aber das wollte ich dir nur sagen. Aber auch das Niedere ist wichtig, ne? Ja, sicher, es ist ein Teil des Ganzen, natürlich. Ja. Aber ich wollte dir das nur sagen, dass du nicht verzweifelst, sondern ich sage ja, ich bin 63 Jahre alt und ich habe ganz, ganz viel Widerstände, weil ich auch in die Richtung arbeite. Und jetzt gerade wieder haben sie mich da in so ein dunkles Büro gestopft, um mich nun ganz fertig zu machen und alles, was ich mal aufgebaut habe, kaputt zu machen. Aber das stört mich nicht. Ja, also man muss dann auch, wenn Big Brother größer ist und der Automatismus der Idioten siegt über die Intelligenz und über die Weisheit, dann musst du unten wegtauchen und ins Auge kommen. Ja. Also alle Menschen, die spirituell sind, gemobbt werden, in ihren Unternehmen ausgegrenzt werden, alle Genies, die nicht aufblühen können, taucht unten raus und taucht bei uns im Auge des neuen Zeitalters auf. Das ist das Zeichen, das zu verlassen, denn auch die Fische, die wollen ihre Ruhe haben und da kann man keine Adler unter Wasser brauchen. Und für euch Adler wird es unter Wasser zu eng. Steigt auf und werdet vom Kiemenatmer zum Adler direkt hoch. Ne? Na klar, wir lassen uns auch nicht unterkriegen. Nee, lassen wir auch nicht. Die Grauen kriegen uns nicht kaputt. Wann hat je einer gehört, dass die Schatten das Licht besiegen können? Das geht gar nicht. Gibt's nicht. Ne? So ist es. Also ich sehe es auch nicht in einer Polarisierungsform. Es ist eine Kraft, die aufsteigt und diese, ich sage es mal aus einem ganz anderen Grund. Wenn jetzt dieser Zusammenhalt, wir hatten vor zwei Tagen die Göttinnen, ja, zusammen, die 12. Und du warst ja auch dabei, ne? Ja, so, Nummer 8. Nummer 8, Göttin Nummer 8, die Ursula, ne? Und diese Zusammenhalt, das ist der Spiegel, verstehst du? Wenn ich nur hier sitze und niemand spricht mir laut zu, es wird viel zu laut geschwiegen oder viel zu viel geschwiegen. Ne? Auch meine zwei Damen hier am Tisch, volle Schweiger, ne? Kein proaktives Zustimmen, kein ja, genau, richtig, ja, klasse. Die hocken da wie stille Steine, ne? Wie Hinkelsteine von Asterix, ne? Die Schweigerinnen, ne? Und alle eigentlich, die zu Hause sitzen, müssen eigentlich ständig, müssen 12 Leute eingewählt sein und nur Schweiger. Und wenn ich dann sage,
Ja, so geht es. Müssen 12 Studenten sagen, genau richtig! Na, aber es hört niemand und die Idioten denken dann zu Hause, guck mal, niemand stimmt ihm zu. Nee, das stimmt ja nicht. Er steht schweigischer Zustimmung. Ne? Und meine Kameraleute fangen da nicht mal ein. Manchmal nicken sie mit der Stirn, ne? So leicht. Ne? Aber das kann man schon hier nicht einfangen. Ne? Eine Steine, da sind ja so gefesselt. Ne? Lasst euch das nicht gefallen, der bügelt euch doch dauernd nieder, Mensch. Nein, ich bügel nicht nieder. Ich mach mal aus lebendige Tote lebendige. Ne? Meine Gloria, die hat so viel gelernt im Leben. Die versteht alles, ey. Die kennt alles, die akzeptiert alles. Die versteht alles, die toleriert alles. Die interessiert alles, ne? Die geht immer mit mir am Flussrand, hat 7 Leinen und sagt, toll, wie du im Wasser schwimmst, Thomas. Ne? Ganz interessant. Ne? Und manchmal geht sie dann über eine Brücke und wechselt die Flussseite und sagt, nicht nur interessant, sondern auch noch bemerkenswert. Ne? Ich finde es klasse, interessant, super. Ne? Aber total uninteressiert und ich will sie immer nachspritzen. Ne? Ne? Das ist ganz hart, ne? Die muss man immer nass spritzen. Ne? Jetzt kommt ja echt das Wasser da. Aber, Thomas, jetzt sei mal ehrlich. Jetzt lacht ihr wenigstens alle wieder. Baden gehen, ja. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und mit Sicherheit jetzt mal aufwachen. Ne? Bitte? Gute Nacht. Mit Sicherheit. Aber ich habe noch Munition. Sei froh, dass ich jetzt so einen Sprudel da habe. Aber echt. Oh, ich habe auch noch. Schau. Für Sie. Ja, ja, dann hätte ich geschüttelt und hätte sie mal nass gespritzt. Ne? Stimmt. Dass sie reinkommen war. Oh, ja, tschüss, ja, Ursula. Jetzt hat es geregnet. Da brauchen wir doch die Kohlensäure. Aber du könntest nur mit der Farbe dazu spritzen. Ja, oh, ja. Das wäre gefährlich. Ich weiß, es gibt gerade was Nettes. Schlimm wäre es, wenn es Wasser wäre. Ne? Es gibt gerade in Stuttgart eine gute Theatergruppe, die wirklich mit der Farbe rumspritzen. Name sagen wir wahrscheinlich keinen, gell? Aber da geht die Post ab, die trommeln und spritzen mit der Farbe wie verrückt. Und es ist trommeln die für Kanaltelemedial, oder? Können wir noch machen, ja. Perfekt sind die. Hallo Sonja. Im SI-Zentrum. Hallo. Gut. Das ist alles nass. Musst du anschauen. Dass ich mal hier die Schlafwagen da auf. Vielen Dank übrigens, Magdalena, für dieses wundervolle Kunstwerk. Mhm. Sonja, was bringst du hier an den Tisch? Ja, das ist wie meine Lumpe hier. Ne? Das ist wirklich ein Teil. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. In dem Wasser haben wir jetzt. Jetzt wird gefrieren. War doch schon nass genug vom Heimspritzen. Muss ich auch noch mitmachen, oder wie? Sonja. Schau, die Melli kommt schon, bringt die Lupe. Sonja? Ja, hier, hallo. Dir könnte es natürlich nicht passieren zu Hause, dass man dich nass spritzt, ne? Ein Servus aus Kärnten. Hallo. Servus. Hallo, grüß euch, guten Abend. Guten Abend. Aus welcher Ecke von Kärnten? Na, ich bin eine Rose vom Wörthersee. Ah, wunderschön. Kennst du Galizien? Ja, klar. Ja, da habe ich geheiratet in Galizien. Ja, Sonneckersee? Ja. Nee, direkt in Galizien. Na, kennst du den Sonneckersee? Ja, natürlich. Ja, ja, okay. Natürlich. Ich kenne den Hochrobier. Na, ja. Der hat ja auch die große Tropfsteinhöhle. Na, ja. Kennt der Wasserfall da oben. Die schönen Göttinnen sind alle nass geworden. Das war bestimmt sehr romantisch. Ja, ich auch. Bitte? Ja, putz mal weg. Ja? Wird endlich mal der Tisch richtig wieder mal durchgeputzt, ne? Hier. Alles nass. Ich bin gekleckert. Unsere Pyramiden. Ja, so ist das, ne, wenn man in der 20. Woche ist, ne? Und Vollmond, ne? Ja, ja. Denn die Gravität ist nicht ohne, ne? Der Vater kriegt Existenzangst, weil er noch nicht weiß, wie er die Siebenlinge durchbringen soll, ne? Na, aber ich bin gar nicht der Vater, verstehst du? Die Existenzangst müsste euch gehören, Mann. Ich bin doch der Embryo, ich bin alle 7. Ne? Na, und wir sind die Mütter, ne? Ja, und die Väter. Ja. Also an alle Mütter, die das verstehen, wie du heute drauf bist, ja, die wissen das alle. 20. Schwangerschaftswoche, also das Klima, das haben alle Mütter mitgemacht. Mit den Männern, oder? Oder wie? Die Mütter haben das so mitgemacht. Echt? Mein Gott, wie geht es denn weiter?
Jetzt wird es irgendwann endgültig. Was oder? Sagst du zu diesem scheißgeizigen Telemedialvolk? 74 Impulsausgleiche, solche Drecksäcke, ne? Das ist eine Beleidigung, ne? Naja, Thomas, Na, das ist eine Beleidigung. Das ist Majestätsbeleidigung, nicht das hier. 74. Nein. Meisterzahl 11. Ne? Nein, das ist keine Beleidigung. Es geht ja auch ums Thema, ne? Egal um welches Thema. Jedes Thema war 10.000 Impulsausgleiche wert. Ja, eben, aber du bleibst ja nicht beim Thema. Oi, das schöne Geld ist auch nass geworden. Wie, ich bleib nicht beim Thema? Was? Nein, also du hast ein Thema heute wie nicht gelebte Liebe. Ach, ja, ja. Sind wir doch ständig dabei. Wir haben heute Streich Deutschland-Ungarn wieder die Monarchie zusammengebracht, ne? Ja, ja, aber von 4 Stunden war das jetzt vielleicht nur eine Stunde, ne? Haben wir schon wieder 4 Stunden? Ja, es ja ist bald 2. Gut, dass du mich erinnert hast. Ja. Hey, ist die Zeit aber schnell. Ja, dann schlafen die alle, die müssen ja morgen arbeiten, ne? Ja, ja, der größte Teil ist schon, ja. Das sind immer viele, wir müssen über die Live-Sendungen normen, müssen wir den Impulsmesser live machen. Da muss ich automatisch hochzählen. Wir brauchen da eine Automatisierung mit der Technik von der Telekontor, ne? Und die Wiederholung braucht auch irgendwie noch Live-Informationen, ne? Ja. Und das schneidet er zusammen heute, dieses Highlight. Das ist wichtig für die Biogenetik. Hm. Ja, super, das schneidet schon. Du, ich habe so klasse Leute, du. Ich habe ja, so klasse Leute. Ja, dass du das jetzt betonst. Ah, ich zeig dir den Daumen in die Höhe. Ganz toll. Ja, du, echt. Weißt du, der Hammer ist, die halten mich schon über ein Jahr aus. Ne? Das kann kaum jemand, ne? Ja. Fast ja. 2, ne? Fast ja, 2 Jahre ja, halten die ja. mich aus, ne? Ja, ja. Das sag mal Dankeschön. Nee, danke sage ich nicht. Doch, doch, nein, das ist eine super Crew. Aber, ja, das ja, danke für die Arbeit, ja, aber nicht danke dafür, dass sie mich aushalten müssen, denn mein Job ist, sie anzustrengen. Ne? Nein, nein, du bist nicht gleich. Er sagt aushalten. Danke. Norman nein. sagt danke für die Anstrengung. Ja, Norman. Er hat viel. Und der Alex wahrscheinlich auch. Ne? Weißt du, was der Norman gelernt hat? Er hat gelernt, viel zu ertragen. Einen großen Rucksack. Junge, aber alle Mitarbeiter, die bei mir weggegangen sind und irgendwo hin, ne, sagen sie, in der kurzen Zeit habe ich mehr gelernt wie in meinem ganzen Job, im ganzen Leben. Ne? Ja, ja, glaube ich auch. Ne? Ja, ja, ja. Ne? Nein, nein, und alle, die weggegangen sind, stellen jetzt fest, wie öde ihr Leben geworden ist. Ne? Wie langweilig. Ne? Also, ne? Langweile haben wir nie, Norman, oder? Nee, sicher nicht. Ah, er ist schon manchmal schon gelangweilt, er hat nicht geantwortet, er sagt ja nichts. Schüttelt wahrscheinlich den Kopf. Das ist ja der Vorteil, der sieht mich, ich ihn nicht, er ist in der sicheren Position. Ne? Ich will jetzt eine Rückkamera auf Norman in der Regie. Ja, wird mich ja mal interessieren, wie Norman aussieht. Ne? Ja, du weißt du, die sind alle in der Macht, die gehören hinter die Kamera. Ne? Schon, ne? Ja. Ja, ja. Wir gehören nicht vor die Kamera, wir gehen manchmal kommen sie auch rein, je nach Tag. Die machen alles. Mhm. Die sind auch schon von mir geheilt. Entweder unberührbar oder resistent. Ja. Oh, wir quatschen da, wir haben wieder kein Thema, wir reden über... Ja, wir brauchen auch kein Thema, wir müssen bloß leben. Das Grundthema soll ja nur jeder in sich tragen. Wir müssen, ich will auch Kanal Telemedial gar nicht immer in die Metaebene. Außerdem, noch was, Liebes, nochmal, dieses telemediale Aufsichtsbehördle. Ihr seid null telepathisch. Und weder noch medial. Ihr müsstet mentales Aufsichtsbehördle schreiben. Dann wäre es auf dem Punkt. Mentales, ne? Mentales Aufsichtsbehördle, nicht telemedial. Ihr habt mit, so wie ihr bisher wirkt, ist nicht telemedial, ist nur mental. Nur alles mental. Mental. Wie ne? ist das mit dieser Aufsichtsbehörde? Hochst du im Hintergrund und passt dir auf? Ich weiß, es sind so Selbsternannte, die mich lieben, ne? Sagen sie. Ganz gefährlich. Ja. Ganz gefährlich. Ne? Aber man sagt so, das sind die Wohlgesonnensten gerade.
herrlich. Ja, wie ist denn das Wetter in Kärnten gewesen? Heute habt ihr auch so schön gehabt auf der anderen Seite vom Berg. Wunderschönes Wetter. Ja, ja, Sonnenschein, herrlich. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn man so, wenn die Menschen aus ganz Europa, wie wir zusammen sind, es ist so schön. Es ist so ein schönes Fernsehen. Es macht so glücklich, es macht so Spaß. Was hältst du davon, dass die wieder nicht mehr gucken dürfen? Haben die den Heider gekriegt oder was? Oder wäre es noch umgekehrt? Was habt ihr denn da gemacht? Wie seht ihr das in Kärnten? Ne? Wie ist das da? Also ich glaube das jetzt nicht, dass das wirklich so abgedreht wird. Kannst du, das wird mit Sicherheit, also ich habe wenig Hoffnung. Ich habe schon andere Aufstände erlebt. Weißt du, wenn ein E-Mail aus Deutschland oder zwei E-Mails aus Deutschland eine Abschaltung bewirken, hat eigentlich jemand schon auf die Abschaltung gewartet, hat gebetet, schreibt endlich mal jemand eine E-Mail, dass ich abschalten kann. Und es ist, sie fürchten etwas, vor dem man sich gar nicht fürchten muss. Ne? Und ich fordere jetzt einfach mal auch nochmal, also ich würde da mal eure Hauptstadt unterstützen. Ne? Das ist ein Skandal. Stell dir mal, ist ein Skandal. Ne? Im Gegenteil, Kanal Telemedial müsste in Wien 24 Stunden laufen und wir müssten keine, wir müssten von den GEZ-Gebühren Geld abkriegen und nicht noch was bezahlen. Dann ist es erst mal in der Ordnung. Davor ist ja sowieso alles pervers. Ne? Ja. Weil also wir machen Programm fürs Volk, aber das wäre jetzt auch ein Teleshop und ein Geschäftsmodell, eine neue Form. Aber letztendlich ist eine ganz neue Art von Fernsehen, die eigentlich nur eins braucht, nicht irgendein Medienrecht, sondern einen Medienschutz vor Angriffen von Idioten. Ne? Ja, genau. Ja. Wir brauchen einen Schutz, wie... wir müssen unter Naturschutz gestellt werden, weil hier kreative, hochspirituelle Menschen Verantwortung nehmen, eine neue Fernsehgeneration zu schaffen. Und eine neue, die muss aufblühen, die muss geschützt werden. Und wenn Österreich und Deutschland diese Idee nicht fördert und schützt, ne, dann stimmt irgendwo was nicht hier irgendwo. Ne? Dann wird's kritisch. Ne? Da ist der Wurm drin. Dann wisst ihr, was man mit euch vorhat. Also wir wissen, wenn die telemediale Idee überlebt, haben wir Connect mit der alten K&K-Monarchie, die jetzt die neue Kraft des Wassermann-Zeitalters anschiebt. Liebe viele Überfluss und Wohlstand für alle. Da kann kaum jemand was dagegen sagen. Das ist unsere Parole. Ne? Ja. Na, in der göttlichen Ordnung, in der göttlichen Absicht, mit Intuition, in der göttlichen Liebe, mit der göttlichen Kraft. Ne? Ja, das, ich verstehe das ist die kleine Grundformel. Na, kleine Grundformel, ne, aber sehr wirksam. Ne? Wenig Worte, aber Full Power, Kraft. Ja. Und hey, das kann man gar nicht angreifen. Skandal. Das wäre ein Skandal, ne? Dann werden sie alle entlarvt, ne? Genau, ja. Warum unterstützt eigentlich die Kirche nicht unser heiliges Programm? Sie haben Angst davor, dass sie die Kirchensteuer verlieren. Weiß man, wisst ihr eigentlich, ich gebe ein bisschen Wissen. Ja. Wisst ihr eigentlich, wie die Kirchensteuer entstanden ist? Nein. Also ich weiß, wie sie in Deutschland entstanden ist. Ja, erzähl. Hat mit dem Adel zu tun. Mit was? Mit dem Adel. Der Adel. Ja. Der Adolf Hitler hat sich da mit dem Adel versöhnt, ne? Ja. Indem er erlaubt hat, die Kirche zu enteignen. Aber davor ging voraus, dass der Fürst von Württemberg hat einen Erlass gemacht mit dem Ersterbrecht. Und bei dem Ersterbrecht ist dann sozusagen, früher war das Ersterbrecht, dass der Hof dem ersten Sohn zugefallen ist. Ja. Also ich muss noch weiter zurück. Als ich damals, vor 3 Jahren, also die ersten 5 Jahre mache ich jetzt Fernsehen, die ersten 2 Jahre bin ich sehr gejagt worden. Und dann habe ich, nachdem ich enteignet wurde, habe ich gedacht, wo wurde denn das erste Mal enteignet? Und dann sind wir drauf gestoßen. Das erste Mal wurde dann enteignet, als der Fürst von Württemberg irgendwie die Kirche enteignet hat. Und
Folgendes war, früher hatten die waren die großen Höfe. Ja. Und der erste Sohn hat den Hof weitergeführt. Das hat den anderen Kindern die Möglichkeit gegeben, auszureisen, zu leben, sich zu entfalten. Und wenn sie mal gescheitert sind, konnten sie zurück an den Hof. Mhm. Durch das, dass das Ersterbrecht aber aufgehoben wurde, weil das Ersterbrecht aufgehoben wurde, sind die Höfe zerschlagen worden. Dann hat man sich gestritten und dann hat man es der Kirche vererbt. Und somit hat alles die Kirche gehabt. Hat aber wiederum im Ausgleich, ich kann es nicht genau erklären, der Maschinenbau in Deutschland nach oben gebracht. Ich kann es nicht genau erklären, warum. Aber das war die erste Auswirkung. Und dann eben, so hat dann der Adolf wohl die Adlige hinter sich gekriegt, ne? Ja. Und hat die als Offiziere gemacht. Und jetzt muss er noch die Kirche kriegen. Weil jetzt die Kirche kein Einkommen mehr gehabt, hat er die Kirchensteuer eingeführt. Und die Kirchensteuer gibt es gerade bloß in Deutschland und in Österreich. Ja. Und dass eben aufgrund von einer Enteignung die Kirchensteuer entstanden ist, das will eigentlich kaum jemand wissen. Ne? Ja. Aha. Und jetzt ist natürlich die Kirchensteuer ein fester Teil der Einnahmequelle. Und dann haben wir da ein Machtverhältnis. Ne? Und deswegen ist natürlich, die haben das schon vor 5 Jahren gespürt, dass ich das im Schilde führe und haben das auch versucht zu verhindern, aber es ging nicht. Ne? Was Göttliches lässt sich nicht verhindern. Aber es war sehr anstrengend und deswegen fürchten jetzt die klassische Landeskirchen natürlich die telemediale Idee, weil was uns passiert, ne? Ja. Die nehmen sich das Geld. Und wie sie dann mit den Menschen umgehen, das sieht man. Da möchte ich jetzt keine Wertung drüber geben. Ja, ja, okay. Auch unsere Öffentlich-Rechtlichen, die nehmen sich das Geld. Die haben sogar Hunter draußen bei uns in Deutschland. Die gucken, ne? Die nehmen sich's, sie nehmen sich Gebühren, um das Volk zu manipulieren. Sie nehmen sich Gebühren, damit sie in Wien ein Kabelnetz anbieten, ne? Mit 35 Kanäle, ne? Hier, ne? Hey, stell dir vor, hey, ich glaube, im Osten damals, als die Mauer noch war, haben die mehr empfangen über Schwarzfunk, wie das, was heute noch zur Verfügung gestellt wird. Und es wird immer mehr Spielesendungen und immer das, mehr passiert das. Ne? Und, immer, ne? Genau. Und dann will ich es satellitisch, nein, die darf man nicht an die Wand schrauben, wie sieht das Haus aus? Ne? Mein Gott, ne? Ja, also ich könnte das ja nicht machen, ne? Ja, stell dir vor. Ja, so, also da, das ist der Hauptgrund, ne? Das ist der Hauptgrund. Es geht um die Enteignung. Mhm, und genau, dann ging das noch weiter, das weiß auch kaum jemand, aber es ist schon offensichtlich, ich verrate kein Geheimnis, aber man redet nicht so oft drüber. Und dann ist das Folgendes passiert. Jetzt, als dann wir den Krieg verloren hatten oder irgendwann, mussten die Fürsten entlohnt werden. Dann ist ja das Zeug, glaube ich, Elsass-Lothringer von Deutschland und so dann übergefallen. Und auf jeden Fall hat dann der Fürst von Württemberg das 7-fache gekriegt von dem, was er wieder dann zurückkauft hat irgendwie. Und ich glaube, der Fürst von Nordrhein-Westfalen, das 15- oder das 30-fache, da haben die nochmal richtig Asche gemacht. Ne? Und dann hat sich dieser ganze Adel zurückgezogen. Sieht man heute noch einen Adel? Man sieht noch irgendwelche Gebäude. Man sieht keinen Adel mehr. Na, wo ist der Adel geblieben? Ja, wo? Wir, du bist es, ich bin es. Wir nehmen die emotionale Verantwortung. Alle Menschen, die sich um das Emotionale kümmern im deutschsprachigen Europa, die sind der ungekrönte Adel und die therapieren gerade und arbeiten für Hungerlöhne. Dort ist das Ungleichgewicht. Und jetzt geht halt genau diese Macht los, dass der wahre, ehrliche Herzliebe-Spirit zwischen Adel und Volk im deutschsprachigen Europa wieder die Führung übernimmt. Die Führung der Liebe. Ja. Die Führung über die Menschen. Und ist doch mir egal, welche Politik ist. Hauptsache Big Brother beherrscht uns nicht.
Hauptsache, wir haben weiterhin unser freies Bewusstsein, unsere freie Bewusstseinsentfaltung und wir sind gesund und wir sind nicht durch irgendwelche manipulative Welle. Eine telemediale Freundin von mir kann ja sich nicht mehr in Hotels aufhalten, wo dieses, wie heißt es, WLAN ist. Ne? Stell dir vor, WLAN, über WLAN kann man manipuliert werden, ne? Das geht rein. Und über ganz verschiedene Stellen wird das Bewusstsein manipuliert. Das ist keine Angstmache, das ist Realität. Nur die göttliche Sache, die aus dem Herzen kommt, das ist wirklich echt göttlich und hat noch mit dem Menschlichen zu tun. Alles andere ist schon manipuliert. Ne? Ja. Alles andere ist schon manipuliert. Und ich plädiere genau, Kanaltelemedial steht dafür und soll auch den Menschen helfen, dass sie nicht in die Falle tappen von technischen Bewusstseinsmanipulationen. Ah ja, und alle, die was das jetzt verstanden haben, einen Impulsausgleich, bitte. Okay, gucken wir mal. Ja, weil ja, das war jetzt gut, ja. Siehst du? Ja, wir haben noch ein paar Sekunden. Glück. Hallo? Ja. Ja, wir sind alle da, wir sind jetzt geschweigt und gespannt. Ja, ich habe da so eine Rückkopplung. Also jetzt müssen Sie das ist sehen. Noch gerade die Rosemarie mit reingekommen. Ah, deswegen, ja. Schleich dich einfach Rosemarie. Mit rein. Hallo Rosemarie. Rosemarie vom Bodensee. Vom Bodensee, hallo ja. Rosemarie. Und dein Thema ist heute nicht gelebte Liebe, aber ich lebe die Liebe. Ja. Ich lebe sie heute den ganzen Abend mit dir, mit deinem wunderbaren Kanal und mit der herrlichen, mit dem roten Herzen. Genau links. Hinter deinem Kopf, es strahlt, es perfekt. Strahlt. Pass auf, ja, so. Wunderbar. Herz 5, ne? Ja, rechts, natürlich, rechts. Von Herz dir 5. aus gesehen rechts. Ja, die Hand ist genau richtig. Wie sieht es denn besser richtige aus? Höhe, die richtige Höhe, hast kein Problem damit. So, guck mal. Wunderbar. Oh, schön. Ja, das ist gelebte Liebe. Herz 5. Ja. Und es ist schwierig, weil es gespiegelt ist, weißt du? Ich muss gespiegelt denken, wenn ich das so mache. Ja, ja, Herz 5. Das Spiegeldenken ist auch nicht schlecht. Gell? Das muss hast man du, auch lernen. Ja, hast du, ich bin schon fertig damit. Als ich geboren, nachdem ich geboren war und angefangen habe zu schreiben, habe ich mit der linken Hand geschrieben und Spiegelschrift geschrieben. Oh, das ist aber prima. Also ich war mit 6 Jahren schon fertig. Mit 4 Jahren habe ich Spiegelschrift geschrieben. Mit 6 habe ich dann links geschrieben und mit 7 bin ich dann auf rechts gegangen. Ne? Guck mal, hast du gesehen, das ist das... Wie heißt die andere Anrufe? Habe ich nicht mitgeschrieben. Die erste, wo noch da ist. Ursula, oder? Nee, die Rose. Die Rosemarie aus Kärnten. Die Rosemarie vom Bodensee. Die Rosemarie vom Bodensee? Ja, und mein Thema ist, wenn ich... Warte mal, Rosemarie, wir haben noch die andere Anrufe auch in der Leitung. Rosemarie und... Ach so, ja. Die Rose vom Wörthersee. Die Rose vom Wörthersee. Rose und Rosemarie. Ja. So, Rosi vom Wörthersee, einer hat es verstanden, ne? Was ich gerade gesagt habe, europaweit. Ne? Verstehst du manchmal meinen Frust jetzt? Ja. Kannst du jetzt verstehen? Und jetzt sagt noch jemand, keine Wiederholung, ne? Keine Wiederholungen, ne? Keine Wiederholung. Ich weiß nicht, ob du mich richtig... Sprichst du jetzt mit mir oder mit der Rosi vom Wörthersee? Die Rose vom Wörthersee, wir haben dich einfach mit ins Gespräch reingenommen. Ich spreche mit euch alle gleichzeitig. Weiß, ich bin neu eingewählt, jetzt ich bin die Rosemarie vom Bodensee. Ja, und ich habe noch die Rose vom Wörthersee auch da. So, ja. Ah ja, ist Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich habe heute lauter Seerose. Ja. Ja. Ja, aber du bist ja ein Fisch, ein Krebs, kein Fisch. Ja, ja, meine Mutter ist Fisch. Und dann krebst du halt in den Seerosen hindurch. Ja, genau. Ja. Weißt du, ich wollte eigentlich fragen, ob ich nicht die 13. Fee sein durfte. Oder ich meine halt Göttin. Weißt du, vor 2 Tagen geht war. Nicht, aber ich lade dich ein. Wann haben wir denn die Göttin gemacht? Das war vor am Freitag. 2 Tagen. Freitag, oder? Ja, vor 2 Tagen. Also freitags ist immer neue Göttinentag und am Freitag machen wir das wieder nächsten Freitag. Ach so, es gibt neue. Ja, ich denke immer eine Woche. Und also... Alle, die mal Göttinnen sind, sind es immer. Ne? Und ich inkarniere natürlich auch in jeden rein, der den Kanal aufmacht. Und also wir könnten uns da schon ein bisschen Verantwortung und Aufgaben überlegen. Und theoretisch muss ich gar nicht hier sitzen. Ich könnte nach Thailand gehen. Und eine Woche sind dann die 12 Göttinnen da.
Und Gloria hockt hier und liest E-Mails vor. Das ist genau richtig. Und ab und zu, wichtig ist, unterschätzt die Gloria nicht. Die hat ja gelerntes Wissen, das tatsächlich nützlich ist, nämlich in der Astrologie. Da braucht man gelerntes Wissen, denn zur Spiritualität gehört auch nicht nur hier und jetzt und so und das Zeug, sondern zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und die Astrologie hilft uns. Astrologie sagt wann. Hätte ich nicht mit Hilfe der Astrologie gearbeitet, hätte ich nicht so einen riesen Pflock in Europa reingesteckt, wenn ich nicht am 5. Dezember dort rein. Also jeder, der ein bisschen spirituell ist, weiß, was das bedeutet. Der Pflock geht nicht mehr raus. Ne? Der ist reingehauen. Ja. Rosemarie? Ja. Nein, da. Ja. Maria, willst du dich ausklinken? Nein, ich will dabei sein, wenn ich darf. Dezember. Ja. Das war doch der erste Tag. Ja? Ja, da war ich die erste Anruferin. Ja, ich bin jetzt ein bisschen. Ich habe Herzklopfen. Es ist schade, die Rosemaria kann die Maria vom Wörthersee nicht hören. Ihr könnt euch untereinander leider nicht hören. Das kann man technisch noch nicht. Ja. Ich übersetze das dann geschwind. Also, die Maria hat gesagt, am 5. Dezember war sie mit, oder war sie die erste Anruferin? Oder wie war das nochmal? Ja. Vom Wörthersee. Ja, war ich am 5. Dezember war ich die erste Anruferin. Oh, und heute bist du wieder da? Ja, ich war in der 17. Woche mal da. Mhm. Und jetzt wieder. Weil ich so sehe, also so in dieser schwierigen Schwangerschaft. Also sie waren in der 17. Woche da und jetzt wieder. Aber jetzt gefällt mir es nicht so übersetzen mit zwei. Ja. Wie mache ich denn das jetzt? Ich finde das jetzt auch nicht so, immer so gut. Jetzt reden gerade zwei Frauen, das wird für mich unangenehm. Ja. Was mache ich denn jetzt? Die Regie stellt mir immer durch und ich freue mich natürlich auch. Aber sie setzen es einfach schon mal ins Waiting. Ne? So. Winke, winke, Bussi, Bussi. Nach an Wörthersee, ne? Ja, sie klingt sich aus, ja? Okay, grüße. Harmonie? Ja. Harmonie im Studio. Okay, super. Danke. Ich, da brauchen wir nicht. Soll ich was anderes? Bussi. Ciao. Eins links, eins rechts. Okay. Baba. Hast du gesehen? So. Gute Nacht. Rosemaria, jetzt sind wir für dich da. Jetzt bist du alleine in der Leitung. So, ich habe überhaupt nichts kapiert jetzt gerade. Ja, das war gerade ein bisschen, wir hatten noch die Maria vom Wörthersee in der Leitung und haben dann die Rosemaria vom Bodensee mit dazu genommen. Und dann ging das gerade so ein bisschen. Ach so, ja, weil ich einfach nicht kapiert habe, wie das jetzt funktioniert. Ob du mich jetzt ansprichst, ob ich jetzt was sagen soll, das hat einfach nicht geklappt. Aber vor zwei Tagen war das der Göttinentag. Das war traumhaft. Ja, und da war beim fünften dachte ich, jetzt rufe ich an. Und dann fand ich die Nummer nicht, die Telefonnummer nicht. Und dann hat's gedauert und gedauert. Und bei der 11. da kam ich nicht durch. Und dann war ich plötzlich doch in der Leitung. Und dann war aber der Platz besetzt. Dann wäre ich die 13. gewesen, verstehst? Ja, aber vielleicht bist du dann das nächste Mal die 13., wenn du die erste bist. Ich muss noch nämlich überlegen, ob wir wieder von 1 bis 12 anfangen oder ob wir weiterzählen, ob wir dann von 13 bis 24 aufbauen. Ja, weißt du, ich habe dann die ganze Zeit hinterher gedacht, ja, ich habe ja mal Dornröschen gespielt, ich habe so ein bisschen mit den Märchen und da gibt es ja die 13 Feen und dann dachte ich, warum soll es nicht 13 sein? Und es gibt ja auch da so eine dunkle Göttin noch, so eine, ja, so eine unsichtbare. Und dann habe ich mich immer so gefühlt, dass ich vielleicht einfach diese 13. bin. Ja, du warst die 13., die Unsichtbare, die nicht eingewählt war. Ja, eben. Weißt du, da habe ich mich in der Rolle eigentlich ganz prima gefühlt. Ich habe da immer mitgedacht. Ja, die 13., wenn ich jetzt 12 um mich rum habe, dann bist du die 13., das ist die graue Eminenz, vielleicht noch, die drüber ist. Ne? Ja. Nein, nicht grau, sag aber nicht grau. Nee, okay, dann wie? Gar nicht. Ja, gefällt mir auch nicht richtig. Nehme ich zurück. Überhaupt nicht. Das ist das ist ja so. Es gibt ja auch die schwarze Göttin, gibt es ja auch. Ist die böse? Ungeliebt. Unbeliebt. Geliebt. Ungeliebt. Ungeliebt. Die passt schwarze halt zu Göttin. Uns. Hm? Aber man könnte vielleicht sagen, die Schicksalsfee. Dann. Und weil wir jetzt einen ganz neuen Kanal haben und dass sich alles umwandelt und vom Dunklen ins Helle geht, vom Dunklen ins Licht. Das wäre doch auch eine Möglichkeit, so zu. Ja, aber das ist mir zu mental. Macht es einfach. Ja, eben. Du hast ja vorher gesagt, wir brauchen ja jetzt im Moment nicht unbedingt ein Thema.
Nee, also... Wir leben einfach. Wir leben das, was wir fühlen. Also die Qualität wird ja schon immer höher. Ne? Mach's raus, ich leide den Tim. Danke. Ja, was bewegt dich so her? Also diese Frage... Das 13. große, wunderschöne Herz. Ja. Die Herzdimension. Ja. Herz 5. Ja, Herz 5. Einfach ganz offen. Und weil ich fühle, dass es eine wunderschöne Sache ist, was da passiert mit dir, mit uns allen. Dass wir wirklich aufstehen, dass wir uns bewegen. Ja, man muss verstehen, für diesen Kanal, für diese Sache kann man noch mal aufstehen. Wie bringt man eine ernsthafte, wichtige Sache zum Ausdruck, ohne dass es gleich wieder als Angstmache ausgelegt wird? Das ist die große Kunst, denn die Sache muss aufblühen, die muss so aufblühen. Ne? Wie eine Rose. Ja. Und ich brauche jetzt wirklich dringend Sponsoren. Ich brauche jetzt Sponsoren. Ich. Für die Druckerei. Für ganz viele Sachen. Ich brauche jetzt für ganz viele Bereiche Sponsoren. Ich brauche Sponsoren. Wir brauchen noch, wir sind im fünften. Wir brauchen noch jetzt Sponsoren für 12 Monate. 12 Monate insgesamt, noch insgesamt 17 Monate. 12 Monate brauchen wir noch sponsorelle Unterstützung und dann wird es sich tragen. Wir werden jetzt noch genau ein Jahr und meine eigene wirtschaftliche Kraft reicht nicht aus. Deswegen brauchen wir noch Sponsoren. Also wir müssen jetzt um Sponsoren bitten und beten und passende Sponsoren, dass die Sponsoren auch durch die telemediale Idee mit ihren Unternehmen wirtschaftlich auch bereichert werden. Die brauche ich jetzt. Die brauche ich jetzt, dass ich weiter wirken kann. Jetzt ist die Zeit, wo ich sagen muss, ich muss ein paar Sponsoren rufen. Es gibt einiges zu, man kann den Orange Table besponsern, die Deutschmark kann man besponsern. Wir brauchen jetzt Sponsoren. Jetzt die Zeit. Wir haben die Erkenntnis, dass die Masse noch eine bestimmte Zeit braucht. Wir müssen sie länger und massiver berühren. Und wir müssten viel mehr Kapital haben, dass wir uns in die Kabelnetze überall einkaufen können. Dann könnten wir schneller noch mehr Leute berühren. Somit ist eine ganz wesentliche Masse in Deutschland in den Kabelnetzen können wir gar nicht berühren. Ne? Und das ist das Hauptproblem. Ja. Und da brauchen wir ganz, ganz dringend eine Lösung. Und ich bitte alle telemedialen Freunde, das ins Gebet und in die Visualisierung zu nehmen, wie wir in die Kabelnetze kommen. Dass die, stellt euch einfach vor, wie dieses Licht, wie unser Kanal da einen Platz findet, wie der da reingeht. Ihr wisst schon, wie man das macht. Das brauchen wir, ja. Wenn es so gewollt ist. Wenn es nicht gewollt ist, ist es nicht gewollt, weil man weiß nicht, was die unsichtbare Welt vorhat. Ja. Ich habe da bereits einen Brief geschrieben an die unsichtbare Welt. Weißt, ich habe da, das ist auch so ein Schneeballsystem. Wir schicken die Engel von einem Haus zum anderen und dann gibt man dann 3 Wünsche ein. Und dann habe ich ganz groß drunter geschrieben. Ja, die Engel sehen das. Das ist dann auch das Tun, weißt du? Ich habe Idee. Ja. Ich habe Idee. Ja. Wir können so ein Schneeballsystem für eine Welle per SMS machen. Ah ja. Kanaltele mit jeder verschickt die kanaltelemediale Idee und über Internet. Also man kann sagen, kanaltelemedial, Astra analog und Astra digital
und Kanal Telemedial unter telemedial.de oder at. Und natürlich auch, wenn es noch Platz gab, natürlich, wir haben gerade ein bisschen ein Stiefkind. Wir haben eigentlich zwei digitale Sender. Nicht eigentlich, wir haben Kanal Telemedial, 24 Stunden, Astra Digital und Primetime. Dort werden die ganzen Musikkunstwerke, die wir abgespielt haben, und dort sind unsere Werbespots für unsere Hotline und so weiter. Und ich habe zwei Fernsehsender. Ich habe Kanal Telemedial mit, als Wiener Veranstaltung, ja. Und ich habe Primetime, das ist ein deutscher Teleshop, auch für immaterielles Wissen. Ja, weiß man gar nicht. Na, also es sind zwei. Es sind schon zwei Sender da. Und man redet auch gerade nur davon, dass Kanal Telemedial, dass ich von Österreich, von Deutschland nach Österreich gegangen bin, aber nur mit Kanal Telemedial. Mit einem Fuß stehe ich immer noch mitten in Deutschland. Ne? Das haben die ganz vergessen. Das hat die Presse total unterschlagen. Ne? Ja, die wollten mich ja nicht mehr. Was glaubst du, was die Geld in die Hand genommen haben? Und jetzt müssen sie mich totschreiben und ich bin so lebendig. Ne? Die Ursula hat es ja vorher ganz schön gesagt. Ja, ja, toll. Oh, ja, wunderbar, wunderbar. Mm. Ja, also auf jeden Fall ist das Thema jetzt endlich Wachstum. Und ich begrüße es, dass wir gerade Probleme werden sowieso alleine durch den Wachstum von Kanal Telemedial werden Volksblockaden gelöst. Was sollen wir noch uns um ein Einzelschicksal kümmern, ne? Wenn wir gleich Tausende und Hunderttausende Massenblockaden lösen können, das ist ja viel geiler. Ne? Wunderbar, wunderbar. Ja. Oh, das finde ich prima. Sie können da bei Questico anrufen, bei der Konkurrenz. Ja, ne? Ja, die können diese Einzelschicksale. Ja. Ab und zu können wir ja auch mit eins reinnehmen, ich will es ja nicht ablehnen. Aber unser Geschäftsmodell ist one to many. Und wenn es uns gelingt, so wie vorher, wenn das jeder, einer hat es nur verstanden gehabt, ne? Dass sonst Big Brother kommt, ne? Der große Bruder. Ja, oh, ich habe es auch verstanden. Ja, also da. Ich habe sofort meinen Ausgleich gedrückt dann. Ja, dann warst du die Einzige. Es hat nur einen gegeben. Ja, ja, ich habe sofort, solange du noch geredet hast, dachte ich, oh, das ist jetzt, ja. Ja, also sofort. Das nochmal. Kanal Telemedial geht auch dafür, dass keine technische Manipulation am Bewusstsein des Menschen stattfindet. Ja. Oh, ja. Keine technische Manipulation am Bewusstsein des Menschen. Ja, das ist ja schon ganz, ganz das lang Bewusstsein ist die Speise der Götter. Und lasst euch diese Speise, ihr entscheidet, wer die Speise bekommt, ob die der große Bruder oder der Luzi oder der liebe Gott kriegt. Ja. Ne? Ja, ja. Ja.